Das Bildungsland Bayern sichert unseren jungen Menschen im Freistaat einen sehr guten Start in Gesellschaft und Beruf. Zu diesem Fazit kam Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle bei seiner Regierungserklärung im Bayerischen Landtag. Wir sprechen vom Bayerischen Weg, wo jeder Schüler möglichst individuell gefördert werden wird. Das macht sich daran deutlich, dass dieses Schulsystem an jeden Abschluss einen Anschluss stellt. Am eindrucksvollsten unterstreichen kann man das bei den beruflichen Schulen, denn 43% der Hochschulzugangsberechtigungen kommen mittlerweile über eine Fachoberschule, Berufsoberschule. Deutschlandweit gilt der Bayerische Weg jetzt schon als sehr erfolgreich. Revolutionäre Ideen und Reformen sind deshalb in der Regierungserklärung nicht enthalten. So wirklich neu ist nichts, wobei man sagen muss, dass, wenn man ganz ehrlich ist, wir in den letzten Jahren so viel Neuigkeiten und Reformen zu verkraften haben, dass vielleicht viele Eltern, Schüler und Lehrer gar nicht so traurig sind darüber. Eine Neuerung, die alle befürworten, ist die Schaffung von 500 neuen Lehrerstellen im nächsten Schuljahr. Die Regierungserklärung enthält auch einen kreativen Ansatz in Bezug auf den demografischen Wandel. Das Modell der flexiblen Grundschule soll dazu beitragen, dass auch künftig im ländlichen Raum weiter unterrichtet werden kann. Wo die Kinder mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen zusammenkommen. Die einen können schon lesen, die zweiten überhaupt noch nichts, aus sehr unterschiedlichen sozialen Verhältnissen. Da soll die Möglichkeit gegeben werden an dieser flexiblen Grundschule, dass die ersten beiden Klassen in einem Jahr, in zwei oder in drei Jahren gemacht werden können. Die Rückstellungsquote, die mehr Zeit brauchen, ist deutlich gestiegen. Und das kann ja auch nicht das Ziel der flexiblen Grundschule sein, dass die Grundschuldauer sozusagen durch die Hintertür hier ausgeweitet wird. Mehr Flexibilität würde sich Heinz-Peter Meidinger auch in Bezug auf das G8 und G9 wünschen. Eine Wahlmöglichkeit würde seiner Ansicht nach das Stadt-Land-Gefälle ausgleichen. Ein Ziel, das ebenfalls in der Regierungserklärung festgehalten wurde. Im ländlichen Bereich wird immer noch der lange Nachmittagsunterricht des G8 gescheut. So treten beispielsweise in München rund 60-70% der Schüler an eine weiterführende Schule über. Im Bayerischen Wald sind es nur rund 30%.